In dieser Episode X-Files geht es um den Sonderstatus der Operatoren, die wir über die letzten beiden Folgen kennengelernt haben. Also Operatoren wie Punkt, Fragezeichen oder Klammern können natürlich auch in einem Korpustext direkt vorkommen. Wenn ich also diese Zeichen in einem Text finden möchte, dann geht das nicht so ohne weiteres. Als Hintergrundinformation holen wir hier ein bisschen aus. Denn ich hatte an einer Stelle ja erwähnt, dass korpuslinguistisch auf jeden Fall als Token definiert ist, was zwischen zwei Leerzeichen steht. Das würde aber natürlich bedeuten, dass ein Wort, das am Ende eines Satzes oder vor einem Komma steht, ein Token mit angeheftetem Satzzeichen wäre. Weil ja zwischen Wörtern und Satzzeichen nach unseren orthografischen Konventionen in der Regel kein Leerzeichen steht. Um dieses Problem zu lösen, nutzen wir in der Korpuslinguistik sogenannte Tokenisierer, also Programme, die einen Rohtext in einzelne Tokens zerlegen. Diese Tokenisierer definieren auch Interpunktionszeichen wie Komma, Doppelpunkt, Frage und Ausrufezeichen sowie den Punkt am Satzende als eigene Token. Diese Form der Tokenisierung ist nicht für alle Konkordanzprogramme zwingend notwendig, in CQP ist das aber der Fall, es sei denn, ein Tokenisierer hat ein Satzzeichen nicht korrekt erkannt und dann auch nicht korrekt vom Wort abgetrennt. Über Probleme mit Tokenisierung und Co. werden wir uns auch zu gegebener Zeit nochmal unterhalten. Was also, wenn ich tatsächlich einen echten Punkt im Korpus finden möchte, also wenn es tatsächlich um Satzgrenzen geht? Wenn ich eingebe, Anführungszeichen, Punkt, Anführungszeichen, dann finde ich zwar auch den Satzpunkt, aber ich finde auch allerhand andere Token, wie ein Doppelpunkt, ein Komma, den Indefinitartikel . Weiter unten würden Sie auch Anführungs- und Fragezeichen finden. Warum das so ist, sollte uns nicht mehr überraschen. Der Punkt ist die Wildcard, die jedes x-beliebige Zeichen findet. Und wenn ich mit diesem Suchmuster nur ein Zeichen suche, dann finde ich eben auch alle Token, die nur aus einem Zeichen bestehen. Würde ich sogar ein echtes Fragezeichen finden wollen und gebe ich ein Anführungszeichen, Fragezeichen, Anführungszeichen, dann bekomme ich sogar eine Fehlermeldung, Illegal Regular Expression. Gebe ich aber einen Doppelpunkt ein, dann finde ich Doppelpunkte und zwar nur diese. Was passiert? Der Punkt und das Fragezeichen gehören ja zu den regulären Ausdrücken und haben damit eine Sonderfunktion, nämlich den der Wildcard oder des Optionalitätsoperators. Also brauche ich hier offensichtlich eine Möglichkeit, CQP zu sagen, dass in dieser Anfrage die Sonderfunktion ausgeschaltet werden soll. Und dafür haben wir den sogenannten Escape-Operator, den Backslash. Der Backslash wird vor das Zeichen gesetzt, dessen Sonderfunktion ich ignorieren möchte. Will ich also alle Punkte finden, dann formuliere ich das so, Backslash Punkt. Und auf Mac-Tastaturen finden Sie den Backslash mit Alt-Shift-7 und auf Windows mit Alt-Gr plus die Taste mit dem Fragezeichen. Und so finde ich jetzt alle Punkte. Mache ich das mit dem Backslash-Operator auch vor dem Fragezeichen, dann finde ich nur die Fragezeichen. Hier sehen wir jetzt übrigens auch, dass Anführungszeichen und Doppelpunkte, so wie sie im Korpustext vorkommen, ebenfalls eigene Token sind. Das gleiche gilt dann übrigens für Klammern, entweder eckige Klammern oder runde Klammern oder geschweifte Klammern. Und was wir hier auch sehen, ist etwas, was uns noch beschäftigen wird, das ist die Tokenisierung von Klitika, wie hier in der Negation oder bei S-Formen.